Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outlast. So, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, wo wir ein Journal gefunden haben, wo es um diese Traumphasen ging. Ich denke mal, ihr erinnert euch noch daran. Und jetzt gehen wir einfach mal zurück in den Flur, in den, ja, blutverschmierten Flur. Also das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Hier sind Fußspuren. War da jemand? Nee. Okay. Vielleicht war da doch jemand. Ich schau mal eben erstmal hier drüben rein. Also irgendwas scheint hier durch diese Lüftungsschächte zu krabbeln. Und Viecher, die durch Lüftungsschächte krabbeln, haben meistens nichts Gutes im Sinn. So viel weiß ich schon mal. Ja, lecker. Da würde ich mich aber auch drüber freuen, wenn ich so eine leckere Mahlzeit hätte. Eine Cola mit einem ordentlichen Enddarm. Da kommt Freude auf. Das ist eine richtig gute Spezialität, meine Lieben. Okay, das sieht auf jeden Fall ungesund aus. Und ich frage mich jetzt, ob das Blut an der Decke klebt oder ob da oben so viel Blut ist, dass das schon durch die Decke durchtropft. Man weiß es nicht. Springe um die... Oh, mache ich die Spuren gerade? Geil, guck mal. Ich mache die Spuren, wenn ich da durchs Blut gehe. Das ist ja lustig gemacht. Ja, ich würde gerne nochmal schauen, was hier drüben los ist. Die Tür geht gar nicht auf, oder wie? Nee. Lass mich raten. Alles klar. Also muss ich wohl oder übel durch diesen vermaledeiten Luftschacht kriechen. Da kommt natürlich Freude auf. Okay, Spinnenweben. So, was ist hier? Nichts, kann ich auch nicht öffnen oder so. Na gut, dann müssen wir wohl oder übel in diese Richtung. Da geht es ja auch tiefer in das Scheißgebäude hier rein. Oh. Da war einer. Jetzt ist da drüben doch die Tür auf, oder? Sehe ich das richtig? Ich gehe nochmal hier kurz runter. Einfach nur mal, um kurz zu sehen. Ach, der hat mich hier eingeschlossen. So ein alter Drecksack. Ja, dann habe ich jetzt ja wohl ein mittelschweres Problem. Hier komme ich erstmal nicht mehr so schnell raus. Aber ganz ehrlich, welcher Enthüllungsjournalist würde hier denn noch weitergehen, wenn hier alles so blutdurchtränkt ist? Finde ich ein bisschen merkwürdig. So, lasst uns mal... Da hinten rennt auch schon wieder irgendjemand. Also, hier rennen mir zu viele Gesellen umher, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Okay, na gut. Gehen wir hier erstmal runter. Oh, hier ist ein Speicherpunkt gewesen, habe ich gerade gesehen. Na, mal schauen, ob jetzt hier irgendwas Beklopptes passiert. Auch diese Tür ist verschlossen. Dann muss ich ja hoffen, dass diese Tür hier drüben jetzt aufgeht. Ich könnte hier auch nochmal einen Blick rüber werfen gleich. Da erkennt man nichts. Okay, auf in die Bücherei. Mal schauen, was dort auf uns wartet. Schön langsam. Oh! What the fuck, ey? Ihr Assis. Ihr Assis. Hab ich mich erschrocken, ey. Huiuiuiuiui. Okay, was geht hier? Okay, mit dem geht scheinbar nichts. Ja, Musik, du kannst dich wieder beruhigen. Du hast deinen Dienst getan. Oh Mann. Mein Charakter rastet auch gerade richtig aus. Aber frag mich nicht,
warum. Vielleicht war hier ein kopfloser Kerl von der Decke hängt. Das könnte durchaus ein Grund sein. Okay, ich glaube, ich brauche hier nicht schleichen, ehrlich gesagt. Da hängt noch einer. Den hat's aber mies erwischt. Oh, hier sammelt jemand scheinbar Köpfe. Und ich muss aufpassen. Weil meine Batterie hier gleich leer ist. Ich frage mich nur, warum die Köpfe alle so leuchten. Liegt das an der Dingens? An dieser Nachtsicht? Man weiß es nicht. So, Vorsicht, meine Batterie ist gleich leer. Ein bisschen Licht habe ich hier. Ganz ruhig, Charakter, ganz ruhig. Boah! Ach, der. Scheiß die Wand an. Na gut, okay. Wir sollen also hier raus. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Mein Teil hier ist gleich leer. Deswegen wechsle ich mal eben die Batterie durch. So, da vorne ist die Tür. So, jetzt langsam öffnen. Ich weiß, ich sehe momentan auch scheiße wenig. Hä? Habe ich die Tür jetzt schon wieder zur falschen Seite geöffnet, oder was? Ah ja, muss ich ziehen. So, jetzt sind wir wieder am Flur. Ach du heilige Kacke, ey. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich mieser Raum gewesen. Eigentlich erschrecke ich mich gar nicht so schnell, hätte ich jetzt gedacht. Aber in der zweiten Folge schon mal direkt erschrocken. Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. So, da rechts geht's auch noch rein. Ich will, ehrlich gesagt, eigentlich meine ganzen Batterien jetzt nicht so verschwenderisch benutzen. Aber das ist hier einfach verdammt dunkel. Hier sehe ich ja gar nichts sonst. Ah ja, da ist scheinbar jemand ins Klo geschubst worden. High five! High five! Okay. Ansonsten war hier, glaube ich, kein Weg mehr. Boah, ich finde es hier so verdammt dunkel. Ich weiß auch nicht, ob ich die Gamma-Werte falsch eingestellt habe. Eigentlich nicht. Aber ich finde es hier mega dunkel. Und ich spiele das schon abends. Das muss man auch immer mal bedenken. Stell mal vor, wenn man das jetzt tagsüber spielen würde, da würde ich noch weniger sehen, weil mein Bildschirm ja immer so scheiße reflektiert. Ich weiß auch nicht, warum ich schleiche. Ist irgendwie eine schlechte Angewohnheit, glaube ich, von mir. Okay, die Tür ist mal wieder verschlossen. Da ist schon wieder so eine Engstelle. Ja, so eine Engstellen kotzen mich ja mal mega an. Da habe ich immer das Gefühl, dass ich irgendwie... Little fake. Oh! What the fuck? Was bist du denn für ein Motherfucker, Alter? Lass mich in Ruhe. Bin ich tot? And who are you then? Ich bin nur so ein Tourist. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay, ist das irgend so ein abgefuckter Priester oder was? Okay, wir wachen langsam wieder auf. Und neues Ziel, fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Deine Ziele werden im Notizblock... Achso, ich bin das gerade mal wieder. Boah, ich denke irgendwie immer, dass irgendjemand anderes diese Geräusche von sich gibt. Ist hier irgendwie was? Hier kann ich wahrscheinlich auch mal wieder nicht durch. Alles verschlossen, alles verriegelt. Und hier würde ich gerne mal einen Blick hinwerfen. Pflanzen.
Hier ist noch ein Raum. Hier geht's noch rein. Ja, toll, die Gitter. Die Fenster sind vergittert. Das heißt, hier komme ich so schnell wohl erstmal nicht mehr raus. Na gut. Also erstmal wieder zurück in die Haupthalle. Hier geht's nicht rein, oder? Hier ist ein Glas vor. Jo. Da ist aber eine Tür. Scheiß die Wand. Warum muss es überall so dunkel sein? Haben die ihre Stromrechnung denn nicht bezahlt hier? Von der Nervenheilanstalt? Scheinbar nicht. Jetzt dachte ich gerade, es kommt was von rechts. Aber die Joy sitzt hier einfach nur und hat sich gerade bewegt. Meine Güte, ich glaube, die sollte ich hier während des Spektakels lieber nicht hier drin haben, ey. Da verjage ich mich ja nachher noch, weil die auf einmal ankommt. Das hatte ich einmal, wo ich Alien 2, glaube ich, geguckt habe. Da ist doch diese eine Szene. Da hangelt sich der eine Alien so kopfüber von der Decke runter. Und da habe ich so in meinem Bett gelegen. Meine Hand hing so ein bisschen außerhalb des Bettes. Und genau in dem Moment, wo der Alien sich darunter gehangelt hat, hat meine Katze meine Hand angegriffen. Ich habe mich so erschrocken, wie ich mich noch nie erschrocken habe in meinem ganzen Leben, ne? Das war echt krass, das war echt krass. Und dabei ist die Szene an sich gar nicht so schlimm. Aber wenn du da so... Was liegt da? Da liegt ein Dokument. Aber wenn du dich so erschreckst, ist das echt heftig. Zum Glück haben die hier blinkende Dokumente, ja? Das ist die neueste Erfindung der Technik. So, wir lesen den Spaß doch einfach mal direkt, würde ich sagen. Notizen? Nein, das nicht. Sondern das hier. Project Wallrider. Krankenbericht von Chris Walker. Hier die ganzen Krams. Behandelnder Arzt ist wieder Dr. Rudolf Wernicke. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung: Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Ach du heilige Scheiße, das hört sich schon mal schlecht an. Extensive Dermaleruptionen ebenso übereinstimmen mit fehlgeschlagenen morphogenetischen Antriebszellaktivitäten. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht. Vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen in ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierungen wird nachdrücklich empfohlen. Okay, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen strange an, als ob der Typ da oben vielleicht dieser Chris gewesen ist. Dieser Kerl, über den gerade in dieser Krankenakte berichtet wurde. Aber, liebe Leute, an dieser Stelle wollen wir dann auch erstmal wieder einen Cut für heute machen. Wir haben jetzt hier uns mal wieder einige Zeit durch diese Nervenheilanstalt durchgeschlagen. Ich beende die Aufnahmesession auch an dieser Stelle erstmal und ich muss sagen, bisher ist das Spiel echt geil. Also im zweiten Part sich schon mal so zu verjagen, das soll schon was heißen. Ich denke mal, das könnte ein Spaß werden für uns beide und ich würde sagen, wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Mach es gut. Ciao.